Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Frau Dr. Susanne Bublitz, eine von zwei Landesvorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands in Baden-Württemberg. Aus gegebenen Anlass, die Ereignisse in der Gesundheitspolitik überschlagen sich ja geradezu. Hallo Frau Dr. Bublitz. Hallo Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Bublitz, es ist einiges los in der Gesundheitspolitik aktuell. Die aktuell wiedergreifende Budgetierung der Hausärztinnen und Hausärzte für das vierte Quartal 2023 hat den Verband und vor allem die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen kalt erwischt, wenn man das so sagen will. Ganz aktuell ist zudem noch der Referentenentwurf des Gesetzes zur Krankenhausreform bekannt gegeben. Dort heißt es, dass Krankenhäusern die Möglichkeit gegeben werden soll, auch hausärztliche Versorgung anzubieten. Frau Dr. Bublitz, statt Entbudgetierung und EBM-Reform mit einer möglichen Aufhebung des Quartalsbezugs, jetzt Rebudgetierung und Konkurrenz um knappe Hausärztinnen und Hausärzte mit Kliniken. Wie fühlen Sie sich gerade als Vertreterin der Hausärztinnen und Hausärzte? Ja, so ungefähr das Gegenteil von dem, womit wir gerechnet haben oder was uns Karl Lauterbach auch zugesagt hat, nämlich, dass die Entbudgetierung kommt und nicht die Budgetierung wieder greift und dass wir die hausärztliche Versorgung stärken müssen über einen HZV-Bonus, dass es einfach attraktiv wird, wieder in die Praxisniederlassung zu gehen. Das ist eigentlich das, womit wir gerechnet haben oder was wir auch nach seinen Zusagen in meinen Augen erwarten durften. Jetzt legt er uns im Prinzip das Gegenteil vor mit dem Krankenhausreformgesetz und mit der Tatsache, dass die Budgetierung in Baden-Württemberg erneut greift. Sie hatten beim Hausärztinnen- und Hausärztetag in Baden-Württemberg noch gar diesen Referentenentwurf noch gar nicht vorliegen, oder? Da ging es dann nur um die Budgetierung oder war das da schon ein Thema? Nein, den Referentenentwurf haben wir am Sonntag bekommen, der lag nicht vor. Da ging es wirklich erstmal nur um die Budgetierung. Dann bleiben wir auch erstmal vielleicht bei dem Thema. Wie konnte es eigentlich im Musterländle der HZV, obwohl ja 960 Hausarzt und Hausärztinnen und Hausärztsitze nicht besetzt sind, dazu kommen, dass das Geld für die hausärztliche Versorgung plötzlich nicht mehr reicht? Also mir kommt das nicht so ganz in den Kopf, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich haben wir beide da was gemeinsam. So ganz in den Kopf kommt es uns auch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Sonder-VV einberufen haben, weil wir einfach Fragen haben und die wollen wir gerne beantwortet haben. Wir waren in der letzten VV auch so ein bisschen in Schockstarre, weil Sie haben es schon gesagt, wir waren 10 Jahre lang quasi nicht von Budgetierung erfasst, was nicht heißt, dass es die nicht gab. Die gab es schon, aber die Auszahlungsquote war halt 100%, weil genügend Geld im Topf war. Jetzt ist nicht mehr genügend Geld im Topf. Warum das so ist, ist eine der Fragen, die wir beantwortet haben möchten. Wir haben schon so ein bisschen gehört, das liegt vielleicht auch daran, dass Gesprächsleistungen völlig zu Recht vor ein paar Jahren aufgewertet wurden. Also dass ein 10-minütiges Gespräch jetzt nicht mehr mit 9,54 Euro honoriert wird, sondern mit etwas mehr und auch die psychosomatischen Gespräche etwas aufgewertet wurden. Das führt natürlich dazu, wenn eine begrenzte Menge im Topf ist und die einzelne Leistung mehr wert ist, dass das Geld dann schneller alle ist. Das ist, wenn Sie, wie beim Aldi, wenn Sie nur eine bestimmte Menge Geld haben und Sie kaufen das Biogemüse, das teurer ist, statt das normale Gemüse, dann können Sie weniger Biogemüse kaufen. In unserem Fall ist es ja immer andersrum so. Wir dürfen alle Leistungen erbringen, egal wie viele. Und am Schluss wird dann halt gesagt, jetzt ist nicht genügend Geld da, jetzt kriegt er halt kein Geld dafür. Die Argumentation, die ist ja in den letzten Jahren eigentlich fast nur noch von den Fachärzten gehört worden, außer in einigen ausgewählten KV'en. Also in Hamburg und in Berlin ist es ja vor allen Dingen so. Ja, dieser HVM, das ist ja eine Regelung. Ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden, wie das da zustande kommt. Ich meine, die KV erklärt das ja dann eigentlich auch nicht unbedingt aus dem HVM heraus, sondern die versucht das dann aus den Sachgründen mit den Rücklagen, so wie Sie es eben beschrieben haben, auch
zu erklären. Also die höhere Bewertung der Gesprächsleistung, mehr Chronikerleistung nach Ende der Pandemie, haben wir eben schon erwähnt. Das klingt ja alles nicht ganz unplausibel, aber das würde ja auch bedeuten, in den vergangenen Jahren hat das Geld jeweils auch schon nicht gereicht, da waren halt noch die Rücklagen da. Und nun hat der Landesgesundheitsminister ja auf dem Hausärztetag, wenn ich das richtig gelesen habe bei uns, der hat gesagt, die Erklärung liege im EBM selbst. Das wären dann die, wäre das dann die höhere Bewertung der Gesprächsleistung oder wie hat er das gemeint? Also wie er das gemeint hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Der HVM ist ein komplexes Thema. Ja. Ich versuche auch jetzt gerade, ihn mal in aller Ausführlichkeit zu verstehen. Das Grundproblem ist schon die auf Bundesebene festgelegte Trennung nach Hausarzt und Facharzttopf. Also das ist generell gut, dass wir getrennte Töpfe haben. Aber die Größe des Topfes, die wird vom Bund wohl festgelegt, hatte ich mir jetzt erklären lassen. Und da ist die Frage, ob die Verteilung auf die Töpfe gerechtfertigt ist. Wobei es natürlich, wenn Sie den Hausarzttopf vergrößern, verkleinern Sie den Facharzttopf. Es ist halt einfach ein generelles Problem, wenn Sie mit Krankenkassen im Vorfeld eine Leistungs- oder eine Euromenge vereinbaren, die maximal ausgegeben werden kann. Gleichzeitig aber als Politiker der Bevölkerung suggerieren, sie könnte 24/7 alles haben, egal wie viel es kostet, dann wird es halt unter Umständen immer nicht reichen. Und dann ist das in der KV immer eine Umverteilung rechte Tasche, linke Tasche. Mhm. Sie bewerten die Gesprächsziffer höher, gleichzeitig kürzen Sie die Versichertenpauschalen. Oder Sie verteilen vom Facharzttopf auf den Hausarzttopf oder andersrum. Es wird einfach in der Summe halt nicht mehr Geld. Und wenn mehr Leistungen in Anspruch genommen werden, als Geld da ist, dann ist es momentan so, dass wir diese Leistungen einfach erbringen und dafür nicht mehr bezahlt werden in der Höhe, die eigentlich vorgesehen ist. Und die Höhe, die wir dann bezahlt bekommen, die erfahren wir ja dann auch erst am Ende, wenn die Abrechnung kommt. Da kann dann schon mal stehen, dass die über RLV erbrachten Leistungen zu 20% vergütet werden, zu 30, zu 40 bis zu 80 hatte ich in der Vergangenheit, aber ich hatte auch schon Quartale, da waren es halt mal 20%. Mhm. Wie stark wird denn jetzt diese Quotierung ausfallen? Weiß man das schon? Ihre Vorstandskollegin Professor Nicola Buhlinger-Göpfert hatte ja schon drohende Privatinsolvenzen gemeldet oder befürchtet oder gesagt, dass das kommen könnte. Und um wie viel Geld geht es jetzt dann eigentlich insgesamt? Also sowohl für Einzelpraxen als auch insgesamt. Haben Sie da die Zahlen schon? Nein, wir haben keine Zahlen. Wir haben unterschiedliche Berichte von Mitgliedern. Wir haben tatsächlich Mitglieder, die wenig Patienten in der HZV haben, also viele Patienten im KV-System, wo die Budgetierung dann greift, die von wirklich Verlusten im fünf- bis sechsstelligen Bereich, fünfstelligen Bereich, sechs ist es nicht, berichten. Ich selber weiß zum Beispiel auch nicht, wie viel mich das betrifft oder nicht. Wir wissen ist letztendlich erst, wenn am 15. oder 16. April die Abrechnung kommt und die einzelnen dann Praxen dann erfahren, wie viel sie ihr Regelleistungsvolumen tatsächlich überschritten haben und wie viel wir davon noch bezahlt bekommen. Aber wenn man dann noch gar nicht weiß, wie kann man dann schon sagen, es ist im fünfstelligen Bereich? Na, die KV hat auf ihrer Homepage so ein bisschen eine Anleitung, wie man es abschätzen kann. Die KV empfiehlt eben seinen Honorarbescheid oder die Anlage 3, das ist die RLV, der RLV-Zuweisungs- oder Abrechnungsbescheid. Da ist genau auf der KV-Homepage die Zeile beschrieben, wo man schaut, wo eben drinsteht, die Ziffer 5.3, was man bisher an Überschreitung des Regelleistungsvolumens hatte, was bisher zu 100% ausgezahlt wurde. Und da kann man natürlich gucken. Bis gestern mit einer Kollegin telefoniert, die hat jetzt einfach mal die letzten vier Quartale zusammengezählt, weil wenn jetzt eine Endbudgetierung von Herrn Lauterbach käme die ja frühestens zum ersten Quartal 25. Wenn sie jetzt also dieses ganze Jahr budgetiert wäre, würde da eine Summe von 115.000 Euro stehen. Wow.
Aber nicht im Quartal, deswegen habe ich das mit dem sechsstellig nochmal revidiert. Für sie ist es einfach so, dass sie sich überlegen muss, wenn keine Entbudgetierung jetzt zeitnah kommt, beziehungsweise uns und bei uns die Auszahlungsquote eben nicht mehr 100% ist, wie sie ihr Personal weiterfinanziert. Mhm. Wissen Sie denn schon, welche Kolleginnen und Kollegen es dann treffen wird? Ich habe jetzt Leuten hören, man hört ja dann den Flurfunk in Anführungsstrichen so links und rechts, dass es die Versorgerpraxen, deren Fallzahlen zuletzt gestiegen sind, weil in der Umgebung jemand seine Praxis geschlossen hat, nicht sein werden? Oder ist das alles Kaffeesatzleserei? Also im Moment empfinde ich das alles als Kaffeesatzleserei. Wenn Sie jetzt, Sie können eine Versorgerpraxis sein, die viele chronische Patienten hat, viele Hausbesuche machen muss, also Leistungen, Einzelleistungen, die Sie abrechnen können, die im RLV sind, dann müssen Sie mit Quotierung rechnen. Wenn Sie ein junges Patientenklientel haben, wo viele nur einmal kommen wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit und nur eine Krankmeldung brauchen, dann werden Sie keinen hohen Fallwert für die erwirtschaften, dann sind sie eher nicht betroffen. Wenn Sie viele psychosomatisch kranke Patienten haben, mit denen Sie Gespräche führen, müssen Sie vielleicht auch damit rechnen, betroffen zu sein. Also es ist für mich auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei und ich finde, es läuft alles immer auf das Problem des EBM-Hamsterrads hinaus. Also wir rennen alle diesen Einzelleistungen hinterher und bringen Einzelleistungen in der Abrechnung, für die es in der Summe aber eine feste Grenze gibt. Deswegen ist das, ich bin 2014 in die hausarztzentrierte Versorgung. Ich habe mir das 4 Jahre angeschaut. Ich bin seit 2010 niedergelassen. Ich habe immer überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich habe jahrelang noch diese Budgetierung erlebt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, dass ich am Ende oder im nächsten Quartal 6 Monate nach Erbringung der Leistung am Anfang eines Quartals, also für die Leistung, die ich jetzt im vierten Quartal 23 erbracht habe, habe ich ja die ersten Leistungen im Oktober 23 erbracht. Dann kriege ich im April gesagt, ob ich die noch vergütet bekomme und wie viel davon. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist wie wenn Ihr Chef sagt, Herr Gerloff, jetzt haben wir April, jetzt reden wir mal drüber, wie viel Gehalt Sie noch für den Oktober kriegen und ob Sie nicht was nicht kriegen, ja, für was Sie gearbeitet haben. Also das ist einfach, das können Sie keinem Versicherten erklären eigentlich. Wenn man das Ihnen erklärt, sind die völlig fassungslos. Also im Prinzip wäre das dann ein Fall für die Gewerkschaft. Das heißt dann wiederum ein Fall für den Berufsverband. Richtig, aber wir werden ja oft darauf hingewiesen, dass wir dafür, dass wir die Selbstverwaltung haben oder selbst uns selbst verwalten dürfen, aufs Streikrecht verzichtet haben. Ich sehe nur immer, dass sich seit den 30er Jahren des letzten Jahrtausends, als wir als das begonnen hat, werden immer die Bedingungen sehr einseitig von Seiten der Politik geändert, für uns zum Nachteil, für die Politik zum Vorteil. Das ist einfach, finde ich, so ungefähr 100 Jahre später nicht mehr zeitgemäß. Nee, das könnte man nachvollziehen. Jetzt gibt es ja diese Diskussion, also wir haben jetzt festgestellt, so ganz erklären können wir es noch nicht und wir wissen auch noch nicht ganz genau, wen es trifft. Da müssen wir noch einen Monat warten, knapp einen Monat. Richtig. Ganz schön übel, ehrlich gesagt, wenn man da so drauf zuläuft und man weiß, da kommt was, aber so ganz genau weiß man es noch nicht. Jetzt haben auch unsere MFAs völlig zu Recht eine ordentliche Gehaltserhöhung ausgehandelt. Das kommt für uns noch erschwerend dazu. Sie wissen nicht, wie viel Geld Ihnen nicht ausbezahlt wird. Also wissen Sie gar nicht, wie Sie die Tariferhöhung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen sollen. Das kommt auch noch erschwerend dazu. Sind die NEPA-Leistungen auch budgetiert oder sind die extra budgetär? Die müssten budgetiert sein. Also das heißt, muss ich aber jetzt ehrlich sagen, ich habe so viele Patienten nicht in der KV, dass ich es nicht im Kopf habe. Okay, ja gut. Das müssten wir beide nochmal nachlesen. Müssten wir beide nochmal nachgucken, genau. Aber es gibt ja im Moment auch die Diskussion wegen dieser Entwicklung, dass die Hoffnung geäußert wird, die Entbudgetierung, die der Minister plant, also Minister Lauterbach plant, werde schneller kommen als bisher geplant. Da gibt es ja
sehr stark die Frage im Moment, also so ein bisschen KVen gegen Hausärzteverband, wollen wir zuerst alles regeln auf einmal, also sowohl Entbudgetierung als auch diese Umgestaltung bei der Vorhaltepauschale, bei der Jahrespauschale, weniger Arzt-Patienten-Kontakte, die erforderlich sind für eine Jahrespauschale. Bisher hat es ja immer geheißen, es soll doch bitte das Gesamtpaket verabschiedet werden. Jedenfalls der Hausärzteverband hatte das gesagt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, richtig. Gilt das in dieser Lage tatsächlich immer noch? Denn die KVen drängen ja eher auf eine schnelle Umsetzung, zumindest der Entbudgetierung. Und die war ja damals bei den Pädiatern auch ziemlich hoppladihopp gekommen, dann, als es dann mal entschieden war. Wäre das nicht in dieser Lage jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da jetzt eine schnelle Entscheidung käme? Also ich sehe den politischen Willen zur schnellen Entscheidung noch nicht wie bei den Kinderärzten. Ich habe immer den Eindruck, mit Kinderärzten und der Versorgung von Kindern kann man mehr gewinnen als mit der Versorgung von älteren chronisch kranken Menschen. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil wir haben, wie Sie vorhin gesagt haben, 966 fehlende Hausärzte in Baden-Württemberg, nicht Kinderärzte. Da sind es gar nicht so viele. Trotzdem gab es da schon einen Krisengipfel und man hat sich zusammen überlegt, wie man es lösen kann. Ich sehe es tatsächlich immer noch so, dass ich nicht glaube, wenn wir das jetzt rauslösen, diesen einen Punkt, dass der Rest dann auch nur weiter bearbeitet wird. Also A, sehe ich nicht den politischen Willen, dass es gewünscht ist, von irgendjemandem schnell umzusetzen. Und B, halte ich es für unwahrscheinlich, dass dann der Rest noch kommt. Deswegen ist für mich die Linie des Bundesverbandes jetzt durchaus nachvollziehbar. Wobei Referentenentwürfe können ganz schön schnell kommen, oder? Das haben wir jetzt am Wochenende gesehen. Ja, Referentenentwürfe können einen am Wochenende kalt erwischen. Das haben Sie völlig zu Recht erkannt. Aber ich glaube nicht. Also wir haben jetzt bisher noch keinen positiven Referentenentwurf gesehen, der die Verheißung, wie Herr Lauterbach beim Spiefer gesagt hat, der große Rundumschlag lässt ja eben noch auf sich warten, der eben die Entbudgetierung enthält und die anderen genannten Punkte. Ja, die Verheißung auf der anderen Seite und der Meinungs-Dschihad auf der anderen Seite. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, aber damit sind wir schon beim nächsten Thema, Frau Dr. Bublitz. Und zwar Entbudgetierung, Rebudgetierung, da bleibt es spannend. Aber der Referentenentwurf für die zur Krankenhausreform, der hat ja wirklich für Aufregung gesorgt, jetzt vor kurzem. Und zwar mit dem Punkt, dass Krankenhäuser in Regionen mit freien Arztsitzen, und das haben Sie eben gesagt, in Baden-Württemberg ist das eigentlich überall, hausärztliche Versorgung anbieten dürfen und dass, wenn sie es wollen, dass es dann auch genehmigt werden muss. Die Spitze Ihres Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, also die Bundesspitze, spricht von einer Verstationierung der ambulanten Versorgung. Was sagen Sie in Baden-Württemberg zu den Plänen? Da sind wir absolut beim Bund. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn drin. Ich weiß nicht, was das irgendwie an der Versorgung der Bevölkerung verbessern sollte. Das ist auch nicht wirklich sektorenübergreifend. So steht es ja im Gesetzesentwurf. Ja. Das ist dann einfach eine Übernahme von möglicherweise hausärztlichen Leistungen durch die Krankenhäuser. Die hausärztliche Versorgung, die umfasst ja auch viel Gesprächsleistung, viel Psychosomatik, den Hausbesuch, die Familienmedizin oder die Hausarztmedizin ist eine Beziehungsmedizin. Ich weiß nicht, wie ein Krankenhaus mit seinen Ambulanzen und wechselnden Kollegen, wo ja auch nicht unbedingt hausärztliche Erfahrung drin ist in diesen Punkten, also in der Gesprächsführung, in der Langzeitbetreuung, wie die das leisten sollen. Wie stelle ich mir vor, wenn die Patientin der Patienten Hausbesuch braucht? Ja, wie soll das funktionieren? Da ist ein Krankenhaus überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Mhm. Wären das dann am Ende Primärversorgungszentren am Krankenhaus, so wie es ja auch MVZ an Kliniken gibt? Oder wäre das dann wirklich Teil der Klinik? Wie stellen Sie sich das vor? Also,
stelle mir das überhaupt nicht vor. Karl Lauterbach stellt sich das vor. Da müssen Sie den fragen, der diese Vision hat. Da kann ich nichts zu sagen. Also für mich ist das kein Primärversorgungszentrum, wenn einfach irgendein Krankenhaus jetzt hausärztliche Versorgung übernimmt. Das ist ja auch immer, man muss sich so ein bisschen auch immer fragen, was versteht wer unter Primärversorgungszentren? Wenn Sie da mit den regionalen Politikern in den Kommunen sprechen, dann denken die immer, wenn ihr Krankenhaus Primärversorgungszentrum wird, dann kommt da eine innere Abteilung und es ist eine Chirurgie da und eine Orthopädie. Nein, Primärversorgung, das sind die Hausärzte, das ist die Pflege, die Ambulante. Das hat nichts mit stationärer Medizin eigentlich zu tun. Das ist immer das, dass Menschen in Deutschland, wenn es um Gesundheitspolitik geht, immer über unterschiedliche Dinge reden, weil jeder sich was anderes drunter vorstellt. Also was Herr Lauterbach sich da jetzt vorstellt unter sektorübergreifenden Versorgungszentren, das müssen Sie Herrn Lauterbach selber fragen. Können Kliniken das überhaupt, dieses aktive Zuwarten, wenn man das mal so nennen will, dass man einfach manchmal die Diagnostik nicht bis zum Exzess betreibt, sondern einfach da wartet, wie sich etwas entwickelt und dann verschwindet vielleicht ein Krankheitsbild doch von selber. Es ist ja nicht nichts tun, was Sie dann machen, sondern es ist ja schon, Sie sind dann ja als Hausärztinnen und Hausärzte schon auf dem Kiviv bei den Patienten und Sie müssen erkennen, oh, jetzt müssen wir aber was tun, weil sich da im Krankheitsbild was verändert. Aber Sie haben ja da schon auch einen anderen Ansatz als andere Fachgruppen, oder? Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es die Kliniken nicht einfach so können. Wenn Sie mal schauen, was alles, wenn Sie im Krankenhaus jetzt zum Beispiel mit Bauchschmerzen in die Notfallaufnahme gehen, wenn ich dann sehe, was alles gemacht wurde, ja, da wird immer ein Labor abgenommen, da wird alles Mögliche drin untersucht, ob es jetzt passend ist oder nicht. Und dann wird immer noch ein Ultraschall gemacht. Und wir machen ja in der Hausarztmedizin, es ist ja nicht so, dass wir würfeln oder Glaskugel lesen, wenn wir den Patienten sehen, sondern wir haben ja schon, sag ich mal, Checklisten im Kopf, was frage ich ab, was sind sogenannte Red Flags, also Hinweise auf was Gefährliches oder einen möglichen gefährlichen Verlauf. Das ist was, das haben wir in der Facharztausbildung über Jahre auch trainiert und erlernt. Wenn Sie das jetzt nicht machen, wird es natürlich auch unglaublich viel teurer, weil Sie ja bei jedem Untersuchungen machen, die medizinisch eigentlich nicht notwendig sind, weil keine Red Flags vorliegen und es wahrscheinlich von völlig alleine wieder normal werden würde. Ich habe vor einiger Zeit, als Twitter noch Twitter hieß und ich da noch war, meine Diskussionen von Kollegen erlebt, die im Krankenhaus internistisch und anästhesiologisch arbeiten, wo man sich darüber mokiert hat, dass jetzt nicht mal mehr bei jedem mit Kopfschmerzen ein CT gemacht wird. Das ist der Punkt, das meine ich. Ich habe hier jeden Tag 3-4 Patienten mit Kopfschmerzen. Die untersuche ich, die befrage ich, wenn weder in der Anamnese noch im Befund Red Flags auftauchen. Warum braucht der Patient ein MRT, ein CT? Das ist eine Strahlenbelastung. Das ist eine Untersuchung, die kostet Geld und sie war zum einen für den Patienten dann mit Strahlenbelastung belastet und zum anderen kostet sie die Allgemeinheit Geld und sie war halt nicht notwendig. Ja? Und wenn wir jetzt Menschen mit Kopfschmerzen in den Kliniken behandeln und es kriegt jeder ein CT, das sprengt ja dann irgendwann die Kosten der Versorgung. Wobei dann ja wieder die Frage ist, sitzen da dann Allgemeinmediziner oder sitzen da dann Internisten oder irgendwelche Ärzte mit irgendwelchen Facharztausbildungen oder Assistenzärzte in Richtung Orthopädie oder sonst was? Das wäre ja dann noch die Frage, kann man hausärztliche Versorgung anbieten, ohne Fachärzte für Allgemeinmedizin dort zu beschäftigen? Eigentlich doch nicht. Eigentlich, also was er sich da jetzt denkt, das wissen wir ja nicht. Aber es ist natürlich auch schon ein Unterschied, ob Sie jemals in der ambulanten Medizin gearbeitet haben oder nicht. Ja. Sie können natürlich als Internist sich hausärztlich niederlassen. Und ich kenne sehr, sehr, sehr viele hervorragende hausärztlich tätige Internisten, weil die das dann einfach auch in der Praxis lernen, wie gehe ich denn damit um. Ist ja auch immer die Frage, was steht Ihnen zur Verfügung? Ja, wenn ich habe in der Praxis kein CT-Gerät, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und wenn ich aber eins habe, ist die Frage, lerne ich das jemals so
gut, was ich, auf was ich verzichten kann und auf was nicht. Aber es ist, ich sag mal, es ist auch nicht nur der Punkt der möglichen Überdiagnostik. Ich frage mich auch, ob ich eine Langzeitbetreuung über diese Einrichtungen leisten kann. Und was ich mich auch frage, ist, jetzt reicht ja schon das Geld für die vorhandenen Hausärzte nicht. Das heißt, alles, was ich jetzt zulasse, zusätzlich an Kliniken, soll ja alles aus dem KV-Topf, aus dem jetzt schon budgetierten Geld bezahlt werden. Mhm. Wie soll das funktionieren? Mhm. Und dazu kommt vielleicht dann auch noch, wenn das viele Kliniken machen, ob das eventuell dann auch eine richtige Konkurrenz um die Angestellten, Hausärztinnen und Hausärzte oder Fachärzte für Allgemeinmedizin, Fachärztinnen für Allgemeinmedizin, ob das da zu einer richtigen Konkurrenz kommt, so wie es ja jetzt schon bei MFA der Fall ist, oder? Man kann sich das durchaus vorstellen, dass das so eine Konkurrenz geben wird. Und dann hat man an wenigen Punkten in der Kreisstadt diese Versorger für Allgemeinmedizin an den Kliniken, und in den Dörfern hat man dann niemanden mehr. Ist das so das Schreckbild, was Sie malen oder was Sie selbst vor Augen haben? Oder wie sehen Sie es? Das ist eins der Schreckbilder, die ich vor Augen habe. Wir erleben das jetzt teilweise schon mit Praxen an den Kliniken, zum Beispiel in den großen Unistädten, da gibt es Patienten, die waren beim Hausarzt, sind dort gesehen worden, sind untersucht worden und haben sozusagen gesagt bekommen, wenn es schlechter wird, dass sie sich dann in die Klinikambulanz begeben, und dann sind sie dort wieder in die Praxis an der Klinik verwiesen worden. Da wird dann die gleiche Untersuchung nochmal gemacht. Und dann stellt man fest, oh, der soll ja jetzt tatsächlich, weil es schlechter geworden ist, in die Klinik. Und dann ist halt, sag ich mal, zweimal dasselbe gemacht worden, bevor es dann an den dritten geht. Und ich frage mich, was daran ressourcenschonend im System sein soll und was daran irgendwie medizinisch sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass wir dringend Reformen brauchen. Wir brauchen vor allem mehr Steuerung im System, und wir brauchen einfach auch mehr Attraktivität für die eigene Niederlassung und für die Hausarztmedizin. Ob die eigene Niederlassung an Attraktivität gewinnt, wenn man jetzt wieder budgetiert, das halte ich für absurd, das ist nicht so. Und ob die Allgemeinmedizin an Attraktivität gewinnt, wenn wir es immer noch nicht schaffen, den Masterplan 2020 umzusetzen im Jahr 2024, ist die andere Frage. Also wir tun quasi eigentlich nichts, um das Fach attraktiver zu gestalten und die Niederlassung attraktiver zu gestalten. Im Gegenteil, wir tun einfach immer nur die gegenteiligen Sachen. Frau Dr. Bublitz, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie sich so schnell zu einem Gespräch bereit erklärt haben. Spannende Zeiten für das Gesundheitswesen. Viele Gesetze könnten in den kommenden Wochen angeschoben werden. Spannende Zeiten insbesondere für die Hausarztmedizin. Die soll ja einerseits gefördert werden, andererseits wird sie offensichtlich jetzt auch ein bisschen in Frage gestellt. Die Bewertung der verschiedenen Ereignisse für die Hausärzte insgesamt ist gar nicht so einfach. Vieles ist auch noch gar nicht ausgegoren. Sie haben es dennoch versucht, zusammen mit mir das ein wenig auszuloten. Dafür meinen großen Dank. Frau Dr. Bublitz, alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, Herr Gerloff. Danke. Ihnen auch. Wiederhören. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.